Hallöchen, liebe Nagelfreunde. Ich habe ein Paket hier von KM Nails und ich sage, wir öffnen das Ganze einmal. Ich bin ja immer ganz offen mit euch. KM Nails hat mich angeschrieben und gefragt, ob ich noch mal ein paar Sachen testen würde. Ich habe gesagt, auf jeden Fall, denn dieses Aufbaugel Effekt 28, ich gucke mal, ob ich es euch hier einblenden kann, hat sich so gut verarbeiten lassen. Das ist so ein No-File-Gel und ich habe auch die von Lini getestet und ich fand die von KM Nails irgendwie besser. Und ich habe gesagt, wenn du noch mal welche hast in dieser Konsistenz, sie hat natürlich gesagt, nicht zu 100% die gleiche Konsistenz, aber so in die Richtung, habe ich gesagt, pack sie ins Paket, habe ihr dann so einige Sachen aus dem Onlineshop geschickt, wo ich gesagt habe, die sind interessant, sowas wie ein Versiegler zum Beispiel. Ich habe gesagt, pack einfach alles rein, wo du denkst, dass es passt und habe ihr halt ein paar Favoriten geschickt, die ich gut finde. Habe gesagt, pack bitte nicht alles rein, es ist viel zu viel. Ich mag das nicht, wenn ich dann so Massen an Produkten bekomme, weil es ist natürlich auch Geld, was da rausgeht. Also erstmal vielen, vielen Dank für deine Love, dass du auch mir so viel Zeit gegeben hast, denn dieses Paket liegt einfach schon sehr lange hier und ich würde sagen, wir öffnen es jetzt. Ich habe das Ganze mal ein bisschen angewinkelt jetzt und ich öffne das Paket von unten, weil auf der anderen Seite natürlich immer mein Name und mein Sticker und meine Adresse drauf ist. Deswegen schauen wir jetzt mal von unten rein. Deswegen wundert euch nicht, wie es eingepackt ist. Erstmal wunderschönes Papier, mit sowas kriegt man mich immer. So Ästhetik, ne, zählt auch. Gummibärchen gehen auch immer. So. Da ist er, der Versiegler, der Shellac Top Gloss, ein ganz normaler Versiegler. Den werde ich testen und euch gleich einmal zeigen und in ein paar Wochen natürlich auch ein Update geben, weil ich kann ihn nur beim Auftrag testen. Aber ich hatte auch schon Versiegler, die dann in der Lampe ausgehärtet sind und irgendwelche Hubbel oder Bläschen hatten. Da sind bei mir also auch schon mal Versiegler durchgefallen. Deswegen schauen wir da gleich mal rein. So, drei Stück in einer Tüte. Hier hängt auch noch so Warnhinweise dran. Die brauchen wir nicht. Scheiß auf Warnhinweise. Wir haben hier einmal das Aufbaugel Nummer 33 in groß. Also Aufbaugel Nude Nummer 33. Ich werde die gleich alle einmal auftragen, dann können wir uns die angucken. Was hatten wir hier noch drin? Ich wette noch zwei andere. Einmal Highline Gel Rosa. Highline Gel Rosa, was habe ich mir da ausgesucht? Ach, Highline Gel Rosa Metallic Pearl, das ist ein Farbgel auf jeden Fall. Und ein Chameleon Glitter Gel 03. Also, ich habe die Farbgele waren echt cool, deswegen habe ich die ausgesucht. Weil irgendwann hat man einfach so viel Farbgel, dass man nicht mehr so viele aussuchen kann, ohne dass man sie doppelt hat. Aufbaugel Effekt 06. Genau, diese Effektgele, das sind ja die, wo ich jetzt dieses Aufbaugel Effekt 28 hatte, das ich so mega fand. Und das ist auch eins von der Serie mit 06, also eine andere Farbe. Heilige, oh mein Gott, ich hatte zwei Sets mitgeschickt, wo ich gesagt habe, guck, was machbar ist, dass es nicht zu teuer ist und so. Und da war definitiv ein Pastellset dabei und ein Farbset von Shellacken, beide Shellacke. Ich bin gerade so happy. Sorry, das knistert hier wahrscheinlich voll. Ich muss die mal hier hinstellen. Ja, so kann man Nageldesigner glücklich machen. Ich kaufe keine teuren Schuhe, ich kaufe günstige Schuhe und dafür aber halt sowas. Und ich glaube, es ist die Pastellreihe. Schaut mal, die sind allgemein so süß mit diesen Schleifchen. Ich finde, das hebt sich auch in meinem Nagelschrank total ab, weil dann weiß ich immer direkt, das sind die von KM Nails mit den Schleifchen draus. Ich habe einmal, das ist das Set, ich glaube, die gibt es auch einzeln: Pink Candy, also ist ein Shellac, Yellow Candy, Orange Candy. So. Oh, ich bin so gespannt. Mint Candy. Vor allem passen die jetzt gut in die Jahreszeit. Blue Candy. Oh, schaut, das ist ein Riesenset. Und Purple Candy. Oh mein Gott, ich sage jetzt schon mal vielen Dank, weil ich kriege die Produkte ja immer gestellt, sozusagen. Aber sagt euch ja trotzdem meine ehrliche Meinung. Das wissen die Firmen auch vorher. Genau, das war's gewesen. Das war's gewesen. Ich bin auch froh, weil das ist ja auch. Ja, hat ja einen bestimmten Wert und dementsprechend reicht das jetzt auch erstmal. Ja, ich würde sagen, wir fangen an, das Ganze aufzutragen. Ich bin super gespannt, vor allen Dingen auf die Farben und ich würde sagen, let's go. So, wir starten mit den Aufbaugelen, finde ich bis jetzt am interessantesten. Und wir starten mit dem Aufbaugel Nummer 33. Das ist, wie gesagt, so eine Nude-Farbe. Und ich lasse ein bisschen während des Transports zerlaufen. Ist aber nicht schlimm, kann passieren. So, den Deckel mache ich einmal ab. Das sind natürlich Farben, die ich mir so ein bisschen rausgesucht habe, weil ich ja so einen speziellen
Farbton immer total gerne mag. Und ich, oh, die Konsistenz. Ich merke jetzt schon, es hat die gleiche Konsistenz wie das Effekt 28. Jetzt mache ich das Ganze hier erstmal so runterschaben. Ich skippe das mal gerade. So, einmal gereinigt. Wir fahren weiter fort. Und zwar, ihr wisst, alle, die meine Sachen verfolgen, ich fülle das mittlerweile in so Dinge rein, dann kommt das in meinen Schrank. Und das machen wir jetzt einmal zusammen. Dann könnt ihr auch den Auftrag sehen. Es ist auf jeden Fall so ein bisschen dicklicher, das Gel. Das soll es aber auch sein, weil es halt No-File-Gel ist. Und ich finde, die 28 hat sich so toll damals auf meinen Nägeln verarbeiten lassen. Und eigentlich wollte ich meine Nägel jetzt neu machen, so wie meine Fußnägel. Die habe ich euch auf Instagram ja schon gezeigt. Und habe die beiden hier auch gemacht, bin aber unzufrieden mit dem. Und ich glaube, ich werde die runter machen und mit diesen Gels arbeiten. Ich habe da richtig Bock drauf, auf diese No-File-Gele. Und da kann ich die auch direkt mal testen. Und ihr seht, es lässt sich wirklich schön verarbeiten. Fühlt sich wirklich genauso an wie das andere, was ich von denen habe. Und da hatte ich nur so einen kleinen Tiegel und jetzt habe ich einen großen und ich bin einfach so happy über diese Gele. Ich glaube, es wären somit meine liebsten Aufbaugele. Eben weil ihr dann nicht mehr so viel fallen müsst. Es ist natürlich auch was super für Anfänger, weil ihr dann einfach langsamer arbeiten könnt. Ne? Weil ihr seht, das läuft nicht so. Jetzt schauen wir mal von unten. Ist da ein Bläschen drin? Ich glaube nicht. Ja, ich habe das jetzt einmal komplett gefüllt bis zum Rand. Und dann lassen wir das einmal aushärten. Wir gehen direkt zum nächsten über. Das ist das Aufbaugel Effekt 06. Effekt heißt immer Glitzer. Und es ist so ein wunderschöner puderrosa Ton. Und den füllen wir uns jetzt auch einmal hier rein. Ich streiche das jetzt doch lieber erstmal so eine dünne Schicht rein, damit ich gleich auf gar keinen Fall irgendwelche Bläschen habe. Also ihr seht, es lässt sich trotz Konsistenz auch ganz gut streichen. Ich musste mich anfangs an die Konsistenz so ein bisschen gewöhnen, weil es ja dann doch so ein bisschen zäh ist beim Verarbeiten. Das seht ihr hier ja auch so ein bisschen. Aber ich finde, wenn man sich einmal kurz dran gewöhnt hat, dann ist das eine geile Konsistenz. Und ich arbeite damit wirklich sehr, sehr gerne. Und ich kann mir vorstellen, dass das in Dual-Tips auch sehr, sehr gut funktioniert. Während die aushärten, machen wir weiter mit den beiden Farbgelen. Einmal hier Chameleon Gel 03. Ich bin gespannt. Ich weiß jetzt gerade echt nicht, was es ist. Ja, ein krasses, krasses Glitzergel, wie ihr sehen könnt. Ich muss sagen, im Internet sah es ein bisschen stärker aus, so vom Farbton her. Und ich glaube, das ist so eins, was man genau über das Make-up-Gel einfach drüber streicht. Also es ist eher so ein Effekt-Gel, was jetzt auch nicht super, super deckend sein soll. Das ist ja normal. Hat auf jeden Fall einen coolen Effekt, wenn man es entweder dünn aufträgt. Ist auch nicht so einfach zu verarbeiten, wie ihr seht, aber das ist halt normal bei solchen Partikeln. Und man kann die sich ja auch so zurechtschieben. Das wäre jetzt so ein dünnerer Auftrag. Da zieht ihr euch die dann nämlich einfach so ein bisschen rüber, wie bei losem Gel. So. Und dann machen wir jetzt gleichzeitig auch noch einen dickeren Auftrag. So, das wäre jetzt eine dickere Schicht. Ihr seht, das ist nicht mein Favorite. Das ist auch sehr, sehr hubbelig. Also das muss man auf jeden Fall danach gut versiegeln. Ich würde es, glaube ich, nur in dünneren Schichten, so wie rechts, verarbeiten. In nicht so einer dicken, satten Schicht oder in zwei Schichten, weil es dann doch der sehr, sehr hubbelig wird. Also ich muss sagen, das hat mich im Internet mehr gelockt als jetzt hier auf dem Tipp. Ich bin eher so ein bisschen genervt, weil es so absteht. Aber schön ist es auf jeden Fall. Aber ich glaube, ich würde es dann eher so in einer dünneren Schicht über eine Make-up-Gel auftragen. Das nächste ist das Highline Gel Rosa Metallic, da, Pearl. Oh ja, sehr, 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 sehr schön, wie ich finde. Man muss halt auf Rosa stehen. Halt diesen richtig schönen Metallic-Effekt. Ich muss erstmal meinen Pinsel richtig sauber machen. Und das tragen wir jetzt auch einmal hier auf. Ich muss erstmal meinen Pinsel wieder einarbeiten, der ist so aufgespalten vom Saubermachen. Ich hatte jetzt recht wenig genommen, nehme jetzt ein bisschen mehr. Ich meine, wir haben halt hier einen weißen Untergrund drunter, aber es sieht für mich schon
für einen hellen Ton sehr deckend aus, aber ich würde ihn auf jeden Fall in zwei Schichten auftragen. Ich glaube, da macht man nie was falsch bei helleren Tönen. So sieht das Ganze einmal aus. Ich versuche es jetzt noch mal ein bisschen streifenfreier. Dafür muss man den Pinsel einfach so ein paar Mal hin und her und nicht zu viel Produkt haben. Ich habe festgestellt, wenn man viel Produkt hat, dann klappt das nie so gut. So, ein bisschen streifenfreier. Eine sehr schöne Farbe, wie ich finde. So, ich würde sagen, wir testen einmal den Versiegler zusammen. Die Make-up-Töne sind fertig. Ich habe die noch so ein bisschen befeilt. Und jetzt gucken wir einfach mal, wie der sich auftragen lässt. Ja, das ist so ein bisschen störend, die Schleife. Aber das passt schon. Wenn wir den Finger hier reinmachen, dann geht das. Wenn wir, ihr sitzt ja da nur und guckt. Konsistenz fühlt sich gut an. Das ist leider ein Fussel. Ah, den habe ich natürlich eingearbeitet, klar. Konsistenz ein bisschen dicker als von meinem jetzigen Liebling, aber wir schauen, was der Glanz sagt. So, Glanz sieht für mich super aus, jedoch bei dem Nude, das könnt ihr hier ganz gut sehen, sieht die Oberfläche so ein bisschen pickelig aus. Seht ihr das? Auf beiden. Sieht man hier jetzt nicht so, aber hier ist für mich daher nicht ganz so glänzend wie andere Versiegler, aber ich sag mal so, hier sieht man es nicht. Deswegen weiß ich jetzt gerade nicht, ob es ein Auftragfehler ist oder ähnliches. Dementsprechend werde ich den noch weiter testen. Aber so im ersten Eindruck, der hat keine Schwitzschicht, macht da wirklich einen guten Eindruck, bis auf halt dieses, das könnt ihr hier ganz gut sehen, dieses ganz leicht pickelige. So, jetzt kommen wir für mich zum besten Teil und zwar den Auftrag von diesen Shellacken. Wir fangen an mit der Farbe Purple Candy. Das sind insgesamt 6 Stück. Ich würde sagen, die tragen wir einfach hier unten auf. Oh, eine wunderschöne Farbe, wie ich finde. Richtig, wirklich Purple Candy. Bei Pastellfarben ist es natürlich immer besser, wenn ihr drunter ein Make-up-Ton oder ein Weiß auftragt, so wie ich jetzt hier auf den Tipps habe. Dann kommen die immer besser zur Geltung und ihr bekommt die einfach so ein bisschen schattenfreier aufgetragen. Ich muss aber sagen, für die erste Schicht, Pastellfarben sollte man auch immer in 2 Schichten auftragen, aber für die erste Schicht würde ich sagen, deckt das wirklich gut und ist auch schön fleckenfrei vor allen Dingen, finde ich. Das sind jetzt einmal die Farben komplett aufgetragen. Die habe ich euch nochmal hier unten hingelegt. Und alle haben wirklich super gedeckt. Beim Blau habe ich auch nochmal eine zweite Schicht aufgetragen, was auch nicht hätte sein müssen. Und schaut euch bitte diese süßen Pastellfarben an. Richtig toll. Die Konsistenz ist auch sehr, sehr gut. Gefällt mir richtig gut. Das hier ist leider so ein bisschen durchgefallen, weil auch noch im zweiten Versiegeln ist es noch so ein bisschen hubbelig. Das hier eine wunderschöne Farbe, wie ich finde. Und auch die Aufbaugelder sind sehr, sehr schön. Das hier vor allen Dingen ist genau mein Geschmack. Das ist leider schon ein bisschen zu peachig für mich, für meinen Hautton. Aber trotzdem eine sehr tolle Farbe und lässt sich auch richtig schön verarbeiten. Und ich habe mir gedacht, vielleicht verlose ich das Ganze auf Instagram. Deswegen folgt mir da auf jeden Fall. Dann schaue ich mal, ob ich das Ganze verlosen kann. Ja, den Versiegler, da kann ich noch nicht so viel zu sagen. Hier sieht er auf jeden Fall schon besser aus. Ich weiß nicht, was das eben war. Hier sieht er auf jeden Fall glatter aus und nicht dieses hubbelige wie bei dem Make-up-Kill. Also von daher ein sehr guter, solider Versiegler, würde ich sagen.
Kann ich nichts gegen sagen. Hier kann man es sehen, dass die Oberfläche glatt ist. Es glänzt auch schön, aber mehr dazu in einigen Wochen.